Herzlich willkommen in Nürnberg. Willi, wo bist du? Ey Bro, man kann nicht sagen, dass diese Stadt nicht cool ist. Also wir sind einfach gerade mitten in der Burg. So, und jetzt gehen wir. Sagt ihr Nürnberger oder Nürnberger? Ah, no German. So, wie geht's? Ja, prima, haben sie auch da. Magst du? Ich schwör, es ist nicht schlecht. Kostenlos noch besser. Ah, machen wir kostenlos? Geht? Nein. Ah, schade. Beim nächsten Mal. Vielleicht. Jetzt kennen sie mich schon. Vielleicht. Beim nächsten Mal. Ciao, Chef. Tschüss. Warst du schon mal in Nürnberg? Ah, wir waren sogar schon mal in Nürnberg. Hin zum Kunst waren wir. Ja. Der Club mag mich nicht mehr, glaube ich. Ja, ich habe eine kleine Instagram-Umfrage gemacht. Nichts wurde mir öfter vorgeschlagen als Streetfood 90430. Da werden wir auch hingehen am Ende des Videos. Aber wir schauen uns heute ein bisschen Nürnberg an. Im Internet klingt Nürnberg ein bisschen langweilig, aber ich werde euch zeigen, dass Nürnberg nicht so langweilig ist. Außer das Video ist so 8 Minuten, dann wisst ihr, dass Nürnberg langweilig ist. Vielleicht schauen wir uns auch ich muss jetzt schauen, ob ich noch Tickets dafür bekomme. So ein Bunker an. Mittlerweile haben sehr, sehr viele Influencer, Rapper, allerlei Menschen haben Getränke rausgebracht. Wenn mich nicht alles täuscht, ihr könnt mir gerne auch in die Kommentare schreiben, ist einer der ersten Personen, die Getränke rausgebracht hat, K1 gewesen. Ich glaube nicht, das ist komplett seins, aber er ist Mitteilinhaber. War lecker? Digga, das ist krass. Aber die sind alle gut. Wie viel gibt es? Es gibt noch zwei andere, glaube ich. Ja? Ich habe nur das bis jetzt getrunken. Der sollte das nur als Zero rausbringen, irgendwie. In 30 Kilometer haben wir vor uns. Wir haben München verlassen, weil Wetter war nicht so gut. Ich sag euch so, wie es ist. Wetter ist hier jetzt gerade nicht besser. Ich hoffe natürlich, dass es jetzt in Nürnberg nicht regnet. Wir haben so ein paar Leute geschrieben, hey, fahr doch lieber nach Regensburg. Gerade bin ich am überlegen, ob wir nicht doch nach Regensburg. Wenn das Wetter so beschissen ist. Nürnberg! Herzlich willkommen in Nürnberg. Das hier ist der Jakobsplatz und das ist St. Elisabeth. Wir sind in Nürnberg, es ist Sonntag und es ist ein bisschen ruhiger. Es ist sehr ruhig. Da haben wir einen Nürnberger Altstadt-Rundfahrtbus. Kennt man als Nürnberger. Ich, lange Nürnberger. Start the cab. Eigentlich sagen die Nürnberger Nürnberger, oder? Wie sagen die das? Sagt ihr Nürnberger oder Nürnberger? Ah, no German, korrekt. Wir sind in der Stadt natürlich, um uns die Stadt mal anzuschauen. Das ist das erste Mal, dass ich auf YouTube, also mit der Kamera, in Nürnberg bin. Nürnberg, jetzt habe ich es. Nürnberg, 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 hey, Nürnberg. Auf jeden Fall werden wir am Ende des Videos noch den Burger testen gehen, den Niklas Wilson vorgestellt hat und besser gesagt, ihr auch alle gesagt habt. Aber jetzt schauen wir uns mal Nürnberg an. Es war voll Spaß zu sagen. Gibt es sonst noch was zu sagen? Habe ich was vergessen? Ah ja, stimmt, das wollte ich noch sagen. Wir werden bald wieder in Nürnberg sein. Wir kommen auf den Weihnachtsmarkt, Christkindlmarkt, wie man das auch immer... Das wird lustig. Nürnberg! Nürnberg! Moin, ladies and gentlemen. Moin! Was ist auf dieser Semmel da drauf? Ei-Remoulade, Salat? Ich nehme so eine. Zwei Stück. Und dann hätte ich noch gerne ein Cappuccino, bitte. Was willst du? Heiße Schokolade, yeah. Können Sie noch dieses Salami-Baguette für den Herrn machen, nicht bezahlt ist? Eine Masse Cappuccino, bitte. Cheers, mate. Cheers, mate. Ich weiß jetzt auch nicht, ob diese Bäckerei hier eine Institution ist, gell, wie ich nur sagen. Sagen die Semmel oder sagen die Bäckler? Oder sagen die hier? Ich sage schon noch Semmel. Ja? Das erinnert mich an Japan ein bisschen. An diese Eis-Sandwiches. Leute, kommt hierher für diese Semmel. Leute, ich habe den besten Foodspot in Nürnberg entdeckt. Bäckerei, der Bäck. Die Dame war sympathisch, unsympathisch irgendwie. Aber trotzdem sind mehr sympathisch als unsympathisch. Den Vibe habe ich nicht gecheckt. Bubu-Bu-Q. Alter, schau mal, da ist oben ist Dings. Wie heißt der? S, oder? Siehst? Bro, wenn der sich jetzt bewegt, verlasse ich Nürnberg direkt wieder. Das Parfüm. Ich weiß nicht, bei wem ich das gesehen habe, vielleicht bei Marc Gebauer. Soll krass sein. Erbo Puro.
Das hat er mal irgendwo vorgestellt. Was ist das jetzt für eine Kirche? Schauen wir jetzt kurz nach. Lorenzkirche ist es doch, kennt doch jeder. Diese Stadt besteht hauptsächlich aus Altstadt, würde ich sagen. Das Besondere hier sind so alte Bunker, Geheimgänge, Zweite Weltkriegssachen, wenn mich nicht alles täuscht. Wir schauen uns jetzt einen alten Bunker an. Ich weiß nicht, wie cool das wird so. Ich weiß es ehrlich nicht. Willi, wo bist du? Was fließt hier? Bro, ich weiß auch nicht. Also altstadtmäßig kann man Nürnberg wahrscheinlich echt nichts erzählen. Man sieht auch noch in diesen Fassaden diese Holzgerüste drin so. Historical Kunstbunker. From now on we talk in English, so it's more professional for you guys. Wir werden gleich an einer Tour teilnehmen. Wir werden uns dann aber kurz von der Gruppe absetzen, damit ich, besser gesagt, wir euch nicht auf YouTube irgendwelche Informationen geben. Weil damit wir euch nicht spoilern, sondern ihr sollt selber herkommen, so eine Tour machen, weil es schon sehr interessant ist, denke ich. Wir finden sie jetzt gleich raus. Und dann geht's auch los. Wir sind dann wieder draußen, sobald das Wetter besser ist. Buy Tickets. Das ist der Kunstbunker. Das ist der Kunstbunker? Der Kunstbunker yeah. Ist das, genau. Der kann. Ja, aber online ist es günstiger. Ist, ja, sagen wir meistens so. Das sind wir Studenten? Wir studieren, oder? Ja, das kommen wir ja. Außer man muss seine Karte zeigen. Aber gut. Das kriegen wir schon, das bezahlen wir gerne. Ja. Für sowas historisch Wichtiges zahlen wir das auch. Kann man das jetzt hier mit Karte so bezahlen? Ist das für Rentnerbeleger? Ich hoffe es mal. Ja, das ist ja wohl das Minimum. Wenn die Studenten ist schon. Das habe ich ja auch immer. Ne? Ja. 59 ist eh günstig eigentlich, kann man nicht sagen. Deutschsprachig. Deutschhörig. Wo wir jetzt hingehen, gibt es keine nutzbare Toilette. Ich muss aufs Klo. Irgendwann später. So, ich mache jetzt meine eigene Tour, Ladies and Gentlemen. Schauen uns das ganz kurz an. Ey, ich glaube, ich habe den Bunker gefunden. Bro, jetzt stell mal vor, wir verstecken uns hier. Der findet uns nicht mehr. Ich bin so ein Typ, ich habe richtig Phobie vor so ekligen Toiletten und sowas. Hier, 10.000 Euro, ich könnte nicht aufs Klo gehen. Ich fände es voll geil, wenn man so verlassene Bunker mal findet und da reingeht. Typisch. Das ist schon der Bunker. Schau mal die ganzen Gänge. Junge. Mensch, Mann, früher kleiner. Schau die Betten an, Bro. Ich glaube, das waren Betten für Soldaten. Du weißt ja auch, beim Militär, die Betten sind ein bisschen kleiner und sowas. Woher wissen wir das aber? Weißt du, was auch krass ist? Ich weiß jetzt nicht, ob das auch ein Bierkeller war, aber man merkt dieses Klima. Auch im Sommer ist hier die gleiche Temperatur. Geh nicht so weit rein. Nein. Mitten in der Stadt. Das darf man nicht vergessen. Bro, wir sind mitten im Zentrum. Einfach hier so. Und deswegen weiß ich auch hier, das ist so eine Katakombenstadt. Hier gibt es safe Sachen, die noch nicht, also die du nicht begehen darfst. Hier ist auch eine Sache. Damn. Das sieht unheimlich aus. Der hat es schon gesehen. Eines der Lieblingskunststücke, die noch übergeblieben sind von dem Herrn, der uns diese Tour macht, ist der Sachsenspiegel. Viele Leute konnten früher nicht lesen, deswegen das wurde in Niederdeutsch geschrieben. Er hat gesagt, wenn man sich Zeit nimmt, kann man das entziffern. Und das ist dann, weil die Leute nicht lesen konnten, einer der ersten Comics der Welt. Was ist die Mehrzahl von Comic? Comics. Comics? Einer der ersten Comics der Welt? Das war nicht so leicht, ich sage ehrlich. Sieht blöd aus. Ich weiß nicht, wie ich mir vorkomme. Wie damals, weißt du, bei mir in Afrika. Da tragen die Leute das so auf den Kopf. Ist so, Bro. Das Ding ist nicht leicht. Aber schau, wie gut ich das habe. Das liegt im Müll. Hä? So, und jetzt gehen wir. Es war jetzt nicht so uninteressant, wie wir dachten, oder? Sei ehrlich? Nee. Also, natürlich, ab einer Stunde und so, dann lässt die Aufmerksamkeitsspanne bei uns nach, weil wir sind auf Instagram und TikTok gewohnt. Aber auf jeden Fall super Tour. Ich werde wahrscheinlich nur den Part reinmachen, wo wir hier sind und wo wir ein bisschen alleine durchgehen. Kurz geht raus an Nürnberg, damit ich hier nicht irgendwas kaputt mache. Schaut euch das auf jeden Fall an. Es war eine sehr, sehr interessante Tour. Ich habe in der Schule schon öfters so Touren gemacht, wo ich gar keinen Bock hatte. Das hat Spaß gemacht. Hey, ich bin jetzt gut gelaunt wieder, ich schwöre. Hat Spaß gemacht. Bro,
man kann nicht sagen, dass diese Stadt nicht cool ist. Also wir sind einfach gerade mitten in der Burg. Bro, in der Stadt. Also alles so Robin Hood mäßig, gell? So. So komme ich mir vor. Ah, ich schau, lass hier so irgendwie gehen. Ah, ist so kalt. Alter, da ist Lego drin. Ey, warte mal, ist es nicht so ein Künstler sogar, der das immer mal wieder macht? Ich kletter jetzt nicht ganz hoch. Schau mal, wenn ihr jetzt so dicht hier dran bleibt. Aber man checkt gar nicht, wie hoch das ist. Warte mal. Ich kletter doch eh nicht hoch. Bro, hätte ich jetzt Kletterklamotten an. Also es würde gehen. Das sieht aber auch anders aus. Mit Kletterschuhen? Es ist aber es ist schwerer als man denkt. Meine Hände tun jetzt schon weh. Was machen wir hier eigentlich? Was machen wir? Also das ist das Schöne, wenn man so durch Städte ein bisschen durchläuft. Aber wenn ich hier ein Gebäude sehe, das Bratwursthäusle heißt. Ich weiß jetzt nicht, ob das ein berühmter Spot ist, aber mitten in der Stadt, dann probieren wir jetzt hier eine Bratwurst, würde ich sagen. Bratwurststemmler, komm jetzt, gell, Kollege? Und dann hoffe ich, dass Niklas Wilson hier mal einen guten Burger hier für Nürnberg gezeigt hat. Wo bist du eigentlich? Bratwurststemmler, sieht cool aus auf das Schild. Das hat so richtig Wirtshaus-Dings, gell? Aber wir sind ja immer noch in Bayern. Für mich ist Nürnberg irgendwie auch nicht Bayern, ich weiß nicht. Ich glaube, das wird jetzt auch richtig lecker. Dankeschön. Mit Senf Ketchup. Ich will Senf. Was ziemlich geil ist und was man auch selten sieht, das wirkt wie so ein bayerisches Wirtshaus. Aber in der Mitte hast du so einen fetten Grill mit so einem riesen Abzug. Und da machen sie diese Bratwürste. Ich habe was Besseres für dich. Mal 9 Euro sind es da noch. Bitte. Karte? Geht das? Okay, ja, freilich. Dann müsste man nochmal probieren oder mit einer Karte zum doppelt. Einstecken. Oder einfach doppelt abbuchen. Oder so. Dreimal ab. Nee, hat nicht funktioniert, sorry. Aber mit einer Karte. Vielleicht habe ich auch kein Geld mehr, weil Blogger verdienen nicht so viel. Habe ich schon gehört, ja. Und dann war es schon. Ja, okay. Auf Nürnberg. Ihr sagt nicht Semmel, ihr sagt Wegler, gell, habe ich gehört. Wegler. Wie sagt die drei im Wegler? Drei im Wegler. So, erster bis drei im Wegler. Und das Leckler ist lecker. Schmeckt gut. Ja. Muss man da Ketchup und Senf reinmachen? Nee, nur Senf eigentlich. Ja. Ich hab's richtig. Ja, der ist ja lecker. Aber die Semmel ist auch sehr... Nein. Das muss gezeigt werden. Jedes Video. Aber es passt schon. Aber immer mit den Würsten. Mit den Würsten habe ich nicht so. Ja? Ja, das Ding ist lecker. Mehr brauche ich nicht sagen. Also Nürnberger, da könnt ihr stolz sein. Das Ding ist lecker. Ich sag dir so, wie es ist, die Semmel an sich ist schon geil. Das ist auch so grob gewolft. Seht ihr das? Da ist so richtig Fett, man kann alles einzeln sehen. So Knorpel, Fett und dann wieder so Wurstmasse. Für alle Leute, die aus Nürnberg kommen und die Bock haben, dass Randy auf euren Weihnachtsmarkt kommt und vielleicht Glühwein auf dem Weihnachtsmarkt probiert, lasst ein Like da, schreibt, was man eigentlich noch hätte so in Nürnberg machen können. Heute ist ein Sonntag, aber bis jetzt muss ich sagen, ich habe übelst viel Spaß. Ich hoffe, der Mann hinter der Kamera auch. Nürnberg, kurz geht raus, wir sehen uns gleich wieder nach der Werbung. Was ist der Augustinerhof? Hat es was mit dem Augustiner Bier zu tun oder nicht? Schäuferle. Schäuferle ist ein berühmtes Gericht aus Nürnberg, oder? Ja. Ist das, was für ein Fleisch wird da? Schulter? Dankeschön, ihr seid die Besten. Auf jeden Fall probieren wir jetzt Schäuferle auf der modernen Art, sagen wir es so. Schäuferle. Seid ihr aus Nürnberg? Ja. Also wir haben gerade da draußen gefragt, das ist Schwein, gell? Wisst ihr schon, Schweineschulter. Seid ihr aus Nürnberg? Ihr müsst sowas wissen. Ja, wir sind aus Nürnberg. Okay, wir machen auf jeden Fall so eine Schäufele-Waffel. Er steht draußen. Nee, ich habe da draußen jemand gefragt. Man muss mit den Leuten kommunizieren, dann kommt man voran. Ihr weißt, was das Problem ist, ne? Oft, ich habe nicht viel Sinnvolles zu sagen in meinem Leben. Deswegen überlege ich dann immer, sage ich das oder sage ich das? Ja, das stimmt auch wieder. Sinnvolles machen doch die anderen schon, weißt du, ich meine. Du musst jetzt noch mal kurz erklären, was da jetzt alles drauf ist. Coleslaw, ja. Dann Schäuferle, also Pork-Schäuferle, ja. Dann Salat, Preiselbeersoße, Mayo und obendrauf Kresse. Super. Sollen wir es gleich bezahlen oder danach? Du lebst schon wieder wie ein Afrikaner essen. Warum haben die kein Messer? Ich krieg gleich zu viel hier. Oh Junge, ja. Ah, das Fleisch ist aber kalt, okay. Schäuferle. Man erwartet was ganz anderes irgendwie. Hat Power. Ich hab's unterschätzt, das sieht jetzt aus nach so einem Instagram-Spot. Ist es wahrscheinlich auch, aber das schmeckt lecker. Trotzdem hätte ich mich mehr über eine Süßspeise gefreut. Danke, Lukas. Jetzt reicht's auch. Hat uns jetzt böse erwischt. Schau mal. Look at that. Ladies and Gentlemen, herzlich willkommen zur letzten Station für Nürnberg heute. Wer fehlt? Wer fehlt? Willi, Digga, wo bist du? Willi, wo bist du, Digga?
Wir sind auf jeden Fall da, der Laden wirkt American stylish. Pass auf, klassische Cheeseburger Smash. Okay. Roten Burger, ja. Ja, macht ihr den Double oder Single? Double. Was funktioniert noch? Ja, wir haben einen Street Burger, das ist mit Chili-Soße, okay? Ja, das ist der süße Burger. Ja. Dann haben wir einen 90er, ja. Der ist mit Jalapenos und Chicken Bacon Barbecue. Das ist ein deftiger Burger, der scharfe. Aha. Ich würde beide nehmen. Ja. Also wir sollen einfach alle drei nehmen. Safe. Okay, dann nehmen wir alle drei. Sind die alle drei gut? Alle drei sind krass. Okay, Chef. Ja, okay, dann nehmen wir noch einmal Pommes. Und was willst du trinken? Cola Zero? Express. Auf jeden Fall haben wir alle drei genommen. Der Mann war selbstbewusst. Ich bin da rein. Hey Randy, was geht? Gestern hat er noch mit dem Chef über mich gequatscht. Kuss geht raus aus Food Truck Burger, dass ich hier auch filmen darf. Aber so selbstbewusst er jetzt auch war, wenn dieser Burger nicht scheppert, ich sag's direkt raus, das ist mir komplett egal. Und wenn mich dann Nürnberg, wenn ich Nürnberg-Verbot bekomme, das ist mir egal. Du glaubst wirklich? Die haben keine 36,50 vergessen, Bruder. Die kann nicht mehr ich vergessen. Es ist dunkel geworden, Bro. Wir fangen an mit Classic. Also Kruste auf dem Fleisch sieht komplett crazy aus, ich sag so wie es ist. Kein Senf, also es ist kein Classic Cheeseburger so, aber kann trotzdem geil sein. Ich will jetzt auch gar nicht mehr viel reden, sondern wir beißen halt rein. Nein, Mann. 83, 85. Die pfeffern das Fleisch, was ich sehr geil finde. Schmeckt aber nicht jedem. Aber es ist nur minimal, man merkt es nur ganz leicht. Das Fleisch hat Power, also der Burger ist, das kann ich direkt sagen, das ist ein leckeres Ding. Für mich ist nur das Brot zu süß. Ich würde nur Senf mir da drin wünschen, das wäre geiler einfach. Dann hättest du noch mehr diesen Classic Cheeseburger Geschmack. An sich geil, ist mir nur zu süß, aber das Ding, ich sag dir so, wie es ist, ich verputze davon drei ganz entspannt. Das Ding ist schön buttrig. Von beiden Seiten, oder ich weiß gar nicht, ob die Innenseite wirklich heavy angetoastet ist. Ist er auch nur von einer Seite gesmashed? Aber so die Kruste vom Fleisch ist gut, das Brot ist auch geil, irgendwie so soft. Und auch du hast so einen leichten Fettfilm in der Hand, nur vom Brot. Starkes Ding. Das kann man nicht vergleichen mit LA und das werde ich auch nicht machen, ja. Ich glaube, so in Nürnberg kann ich mir vorstellen, dass der so sich abhebt vom Rest. Eigener Geschmack. Senf wäre noch eine geile Idee. Aber ansonsten ist es ein geiler Burger. Also ist besser als jetzt bis jetzt Burger, jeden Burger, den wir im Leben gegessen haben. Die Kruste ist auch geil. Die Kruste ist krank, gell? Mhm. Jetzt schon mal, wir hätten den direkt vom Grill so direkt gehabt. Ich würde den, glaube ich, gar nicht einpacken, dann saugt er sich das voll. Geile Schärfe. Ja? Mein Schanz, ja. Besser als Cheese. Lieber schon. Taugt die mehr? Mhm. Der schmeckt 10-mal besser wie dieser, und ich liebe den Burger, Extra Long Chili Cheese. Das ist einer meiner Lieblingsburger und der schmeckt so Premium danach. Der schmeckt, der ist geil, Bruder. Der ist richtig gut. Ist besser als der Classic Cheese für mich, ja. Hier haben wir Street Burger. Joppi-Soße. Ich habe früher immer gedacht, das heißt Hippie-Soße. Ich weiß nicht warum. Ich weiß jetzt nicht, ob da auch so kleine Zwiebelstücke in der Soße drin sind. Die machen halt immer so Caramelized Onions, was im Smashburger natürlich auch Sinn macht. Ich glaube, ihr seid eine von wenigen, die die Essiggurken würfeln, anstatt Scheiben zu schneiden. Bin ich aber auch ein Fan von, weil ich mag es. Ich finde die ganze Scheibe, die im Mund hängt. Bin ich auch. Stark. Der ist halt sehr, sehr süß. Mein Favorite Burger ist der 90439, 100%. Probier das Ding. Finde ich auch geil. Senf ist drin, im roten Burger und im 90er. Habe ich nicht gemerkt bei mir. Hast du Senf gemerkt? Nee. Wir machen okay. Dezent rein. Okay. So als Unterstützung, du sollst ihn nicht zu sehr rausschmecken. Ich nenne ihn jetzt einfach mal Chili Cheese, ja? Ja. Der ist ein Winner für mich. Ja? Den feiere ich am meisten. Das ist unser Renner. Pommes ist für mich das Lieblingsfastfood überhaupt. Genau, Pommes kannst du am Weihnachtsmarkt essen, kannst du auch im Schwimmbad essen. Eben. Aber die besten sind die Schwimmbad-Pommes. Okay. Ja. Aber das waren auch noch andere Zeiten. Ja, oder was? Aber eigentlich bin ich hier, ich wollte Niklas Wilson treffen. Den werde ich schon noch treffen, den Kollegen. Willi ist oft hier. Willi, wo bist du? Er spielt jetzt auch hier. Er spielt wieder FCN, ja. Ich kann dir gar nicht sagen, wie, wo, was. Fußball ist nicht so meins. Meins auch nicht. Deswegen, ich bin eher so Superbowl. Aber ich bin trotzdem besser als er. Bin ich besser als er? Fußball.
Ich frage nächste Woche. Eins gegen eins machen könnt. Ihr habt eine separate Küche für Lieferando. Wenn ihr das sehen wollt, sagt das ist ein geiler. Ne, ich will das nur erwähnen. Das ist gut, weil dann haben die Kunden hier nicht so lange zu warten. Bis auf kleine YouTuber. Das Ding hier ist ein sehr guter Burger für mich. Für die Burger, die ich jetzt so in letzter Zeit gegessen habe. Ich bin super zufrieden, satisfied. Überraschenderweise war der Cheeseburger jetzt für mich nicht das geilste, sondern Burger 90 43,9. Das war der beste. Preis-Leistung finde ich okay, lasst es mich gerne in den Kommentaren wissen. In diesem Sinne, alle Nürnberger lassen Like da, alle anderen auch, Kommentar, abonniert den Kanal bis 27. April 100k. Lukas, sein Insta ist unten verlinkt. Nürnberg, Kuss geht raus, wir sehen uns morgen. Zu late, ist aber mit der Zeit nichts zu tun, wenn du mich fragst.